Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Gott erschafft den Waschbären. Hier, nimm die Maske. Warum? Sollen die anderen Tiere sehen, wie du Müll frisst? Oh, nein, danke. Handy im ICE aufladen. Beim Einstöpseln 43%, jetzt 39%. Ich glaube, der Zug fährt mit meinem Strom. Bin zur Seite gegangen, um eine Fahrradfahrerin durchzulassen. Ich erwarte ja nicht viel, aber sie hätte mich ruhig einblasen können. Die Qualität eines Furzes misst man an der Anzahl der Personen mit den darauf folgenden Nasenbluten. Was ist der Plural von Bier? Kasten. Als ich masturbiert habe, hat gestern jemand ganz laut Hilfe geschrien. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Heute braucht sogar mein Kaffee einen Kaffee. Wenn 14-jährige Mädchen sagen, sie trinken, um zu vergessen. Was vergessen? Das kleine 1x1? Orchidee. Der pH-Wert der Blumenerde ist mir um 0,03 zu sauer. Löwenzahn? Boah, geil! Beton! Studieren ist wie die blaue Kreide beim Billard. Man fühlt sich total professionell, hat aber keine Ahnung, was man tut. Liebe ich meinen Job? Nein. Aber ermöglicht er mir grandiose Urlaube und dass ich alles kaufen kann, was ich will? Ebenfalls nein. Wie nennt ein Waldorfschüler Lord Voldemort? Der, dessen Name nicht getanzt werden darf. Und so Feierabend noch ein Radler. Heinz, 56, biegt ohne Schulterblick ab. Mich plagt aktuell folgende Frage. Ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Hey, willst du Samstag mit mir frühstücken? Oh ja, gern. Okay, dann sei Freitagabend um 18 Uhr bei mir. Der neueste Schrei. Veganer Tee. Kaum ein Händler hat noch den guten alten Schinken-Käse-Tee im Sortiment. Hat Amerika schon groß gemacht? Hat mir ein Auto gestrickt. Es ist ein Volvo. Dieser Blick, wenn das Kindergartenkind die Kindergärtnerin fragt, warum sie nicht arbeitet. 4.04 Uhr, sleep not found. Fernseher an, Trump. Zeitung auf, Trump. Radio an, Trump. Ich habe gerade echt Angst, die Dusche zu öffnen. Manchmal schaue ich mir verträumt meine Kontoauszüge an, streichle sanft über das Papier und flüstere vor mich hin, mein eigenes kleines Griechenland. Rosen sind grau, Veilchen sind grau, Farbenblindheit seit meiner Kindheit. Hab gestern meinen ersten Porno geguckt. Krass, wie jung ich da noch war. Schlafen drei Männer nebeneinander in einem Zelt. Am nächsten Morgen sagt der, der rechts schlief, er habe geträumt, jemand hätte ihm einen runtergeholt. Der Linksschlafende erwidert und sagt, das hätte er ebenfalls geträumt. Sagt der in der Mitte, ich nicht, ich habe geträumt, ich war Skifahren. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.